Es ist so crazy, zu hören, wo ihr mir zuguckt. Irgendwie richtig süß. Ich kann es aber gar nicht glauben. Ich sehe da immer diese Zahl. Okay, jetzt sind 160 Leute drin. Aber dass das wirklich 160 Leute sind, die mega zuschauen. Crazy. Cool. Hi Mia. Ey, du bist die von Bewil, oder? Oder? Okay, ich muss jetzt wirklich anfangen. Können wir mal kurz meine Haare appreciaten? Wirklich, jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin vor, wie gesagt, sagen wir jetzt mal 10 Minuten. 10 Minuten aufgestanden und die sind einfach so on fleek. Wow. Hi Lara. Warte, da stand gerade was. Ja, ich bin vorbei. Ja, aber du bist mega toll. Dankeschön. Crazy. Ja, ich weiß, es hört sich gerade dumm an, aber ich muss das gerade ein bisschen. Ich musste das mal aussprechen. Sorry, ich brauche mal Piercing. Nein, noch nicht. Aber ich überlege. Kennst du eine Elena Simsek? Wer ist das? Also ich kenne eine Elena in meinem Leben, aber ich glaube nicht, dass du die meinst. Aber ich weiß auch nicht, wie du mit Nachnamen meinst. Oha, danke, Joelle, für die ganzen Geschenke. Mein Kaffee, wirklich Glück mit dir. Oha, danke für das Geschenk. Danke, 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 danke. Gehst du nicht zur Schule? Nein, ich habe vor 2 Monaten aufgehört. Ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, einfach in die Schule zu gehen. Ich finde das so crazy. Du bist echt süß und voll sympathisch. Dankeschön. 18. Das habe ich mal. Nee, ich habe kurz vor Ende aufgehört. Wieso hast du aufgehört? Ich habe mich in der Schule richtig unwohl gefühlt und ich habe einfach gemerkt, das ist es nicht mehr. Und ich hatte mit Social Media angefangen und dann. Ja. Was ist deine Meinung zu. Was ist deine Meinung zu LGBTQ? Meine Meinung dazu ist, dass jeder jeden lieben kann, dass das gar keinen Unterschied macht. Lieb wen du willst, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, jeder sollte das akzeptieren und vor allem respektieren. Das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Und wer das nicht respektiert, vor dem habe ich dann auch keinen Respekt, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, wir leben in einer Zeit, wo man darüber gar nicht mehr diskutieren sollte. Ja, das ist meine Meinung dazu. Kannst du mal deine Nägel zeigen? So, was du jetzt machst nach der Schule. Also ich habe mich selbstständig gemeldet. Ich mache jetzt erstmal Social Media. Aber genau, ich mache mit meinem Freund noch was anderes. Ich habe Respekt vor dir. Dankeschön. Voll die angenehme Stimme. Ey, das haben mir voll viele schon gesagt. Nein. Also wenn, dann ist das mein Stuhl, der die ganze Zeit knarrt. Danke, Stella, für das Geschenk. Danke, 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 danke. Oh, danke fürs ganze Folgen. Danke, Leonie, fürs Folgen. Wo hast du deinen Helix her? Ich habe den aus meinem Piercing-Studio. Ich überlege auch die ganze Zeit, wie der heißt, weil ich da schon voll oft gefragt wurde. Ich weiß es gar nicht. Aber ihr müsst mal bei Amazon gucken, da gibt es auch richtig schöne Helixe. Wie lange bist du schon mit deinem Freund? Ich glaube 7 Monate, 8 Monate. Keine Ahnung. Hast du und Mike schon mal überlegt? Ihr müsst wissen, wir haben alles. Oha, danke Luna für die ganzen Geschenke. Ach so, ja, so, ey, guck, mein Kopf ist noch gar nicht da. Ja, hier. Wir haben alles zum Podcast machen zu Hause. Aber ich muss sagen, wir haben gerade noch so ein bisschen verschiedene Vorstellungen davon, was wir so besprechen wollen. Wisst ihr, was ich meine? So, ich bin der Meinung, ich will einen Couple-Podcast haben. Also, weil ich kenne das noch nicht, wie wir es machen. Ich will nicht sowas machen, was schon viele haben, weil dann hört es keiner. Ich will so einen Couple-Podcast dann machen, wo man so über richtig typische Couple-Themen redet.
Eifersucht, jeden Tag beieinander sein, zusammenziehen. So, wisst ihr, was ich meine? Sowas. So, und Mike will halt mehr so über unser Leben reden. Und ja, da sind wir uns gerade noch nicht so einig. Aber Mike meinte, guck mal, bei dir sind voll viele im Live, bei mir sind voll viele im Live. Am Ende ist ein Podcast genau das Gleiche, nur ihr seht uns nicht. Und er meinte, deswegen hat er alles, also wir haben alles schon von einer Firma zugeschickt bekommen. Wir haben auch eine Kooperation zu dem Podcast, wenn wir den schon anfangen. Also wenn wir den anfangen. Richtig crazy, alles steht bei uns zu Hause, ist auch schon aufgebaut, aber wir benutzen es einfach nicht, weil wir uns nicht einig werden, über was wir reden. Sind das deine Wimpern-Extensions? Ja, ich habe Wimpern-Extensions. Deswegen sehe ich, glaube ich, gerade noch so normal aus. Das benutzt so viel in der Haut. Bisschen getrunken. Oh no. Oh no. Das tut mir leid. Mal gespannt. Ja, stay hype. Würde Mike auch ein bisschen schneller drehen, hättet ihr auch schon alle YouTube-Videos von uns, aber Mike ist keine Ahnung, was der da macht. Achso, was ich für meine Haut benutze, war die Frage. Sorry, ich fühle mich alles wirklich einschlafen. Ich benutze für meine Haut nur Creme und abends beachte ich halt richtig krass mein Gesicht. Achso, und wie ihr gerade gesehen habt, bevor ich mich schminke, gehe ich nochmal mit Micellenwasser rüber. Das, die ganzen Unreinheiten, die sich quasi über die Nacht angesetzt haben, abmachen. Also ich reinige sehr oft mein Gesicht, aber ich muss immer dazu sagen, ich hatte noch nie Pickel, auch in meiner Pubertät nicht. Deswegen will ich auch gar nicht so krasse Tipps dazu geben, weil ich glaube, das ist wirklich jemand, der wirklich Hautprobleme hat. Dem reicht es nicht nur, seine Haut die ganze Zeit zu reinigen. Deswegen, ja, bin ich da nicht so ein gutes Vorbild. Du bist so schön, dankeschön. Wohnst du schon alleine? Nein, noch nicht. Also, unsere Wohnung ist quasi so, ich habe hier vorne mein eigenes Bad, mein Ankleidezimmer, mein Zimmer. In der Mitte ist die Küche und dann hinten sind meine Eltern. Das heißt, irgendwie habe ich so meine eigene Wohnung. Wenn ich um 7 Uhr nach Hause komme, kriegt das keiner mit. Das war echt sehr gut. Fun Fact, als ich noch in der Schule war, habe ich Mike kennengelernt. Und ich bin von jedem Date um 5 Uhr nach Hause gekommen und um 7 Uhr musste ich los zur Schule. Also ich fand ihn wirklich gut. Sonst ich würde das nie wieder machen. Ich war so tot. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie reinigst du deine Wimpern? Also ich habe von meinem Wimpernstudio ein Wimpernshampoo und damit reinige ich dir. Danke fürs Folgen. Damit reinige ich die so 2 bis 3 Mal in der Woche. Genau. Aber es kommt halt wirklich drauf an, ob du zum Beispiel, ich schminke meine Augen gar nicht. Also ich mache nie was mit meinen Augen. Deswegen musst du die nicht immer, also wasche ich die nicht so oft. Aber wenn du zum Beispiel jeden Tag Eyeliner oder so benutzt, dann musst du die auf jeden Fall öfter waschen. Hast du einen Führerschein? Nee, ich bin kurz davor. Aber das Ding ist, es lohnt sich halt gerade einfach gar nicht, weil ich bin immer mit meinem Freund und mein Freund sagt von Anfang an, wenn ich im Auto sitze, also wenn wir beide im Auto sitzen, werde nie ich fahren, sondern er. Und ich zögere das halt quasi jetzt noch so ein bisschen raus, weil es bringt nichts. Kommst du aus Russland? Nein, ich werde es so oft gefragt. Nein. Weil dann steht mein Auto rum. Also dann steht mein Auto rum und ich kann es eh nicht fahren, weil mein Freund immer fährt mit seinem Auto. Ja. Deswegen. Hä?
So, hä? Boah, ich sagte euch, ich schlaf gerade wirklich noch. Keine Ahnung, das war so schnell gerade. Egal, auf jeden Fall werde ich richtig oft gefragt, ob ich aus Russland komme. Und ich frage mich immer. Nein. Kaufst du deine Sachen bei denen? Ich habe vor 2 Monaten, bevor wir nach Dubai geflogen sind, habe ich meine Bikinis bei Shein gekauft, weil mir aufgefallen ist, shit, du hast viel zu wenig Bikinis für Dubai. Ja. Aber sonst bestelle ich eigentlich gar nicht. Welches Auto fährt deine Freundin in der Bart? Einer Bart. Und deswegen, keine Ahnung, habe ich halt Angst, wenn ich jetzt meinen Führerschein fertig mache, dann steht mein Auto erstens lange rum, zweitens fahre ich dann erstmal nicht und ich verlerne es dann irgendwie wieder. Deswegen will ich damit irgendwie jetzt ein bisschen warten, weil wenn wir fahren, mein Freund immer fährt und ich bin nie ohne meinen Freund unterwegs. Deswegen lohnt sich das gerade nicht so. Aber vor dem Sommer will ich es halt auf jeden Fall haben. Weil ich zögere es gerade so gut, so lange wie möglich. Autofahren verlernt man nicht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so 2 Monate nicht fahre, hätte ich irgendwie ein bisschen Schiss. Ich weiß nicht. Aber ich bin generell so ein Angsthase beim Autofahren. Ich könnte euch das gar nicht vorstellen. Aber in Berlin, ganz ehrlich, da muss man auch mal Angsthase sein. Ich denke, jedes Mal ein Fahrradfahrer landet gleich auf meiner Scheibe. Verfällt mit der Zeit. Echt. Aber nicht so schlimm. Ich habe meinen Führerschein richtig schnell durchgezogen. Ich mache jetzt nur am Ende zögere ich es halt ein bisschen raus. Eine der Schlafzimmer der Musik. Ja, das denke ich mir halt manchmal auch. Aber. Berlin Autofahren kann ganz überfallen. Ich schwöre wirklich. Also Berlin Autofahren. Wir hatten überlegt, ob ich in die Fischer Academy gehe. Da hast du ja deinen Führerschein in 7 Tagen. Aber das ist in Nähe Hamburg auf einem Dorf, okay? Und dann dachte ich mir so, okay, ich mache meine Führerscheinprüfung auf dem Dorf und dann soll ich ohne Fahrschullehrer nach Berlin zurückkommen und hier Autofahren? Vergiss es. Niemals. Niemals. Ich fahre kaum ein Auto. Okay, naja. Ja, kann ja jeder so machen, wie er will, aber ich habe irgendwie Angst. Ich weiß nicht, deswegen zögere ich das jetzt noch so raus. Nee, ich habe immer noch Angst. Ey, wirklich, es ist so schlimm. Ich habe auch einfach Angst.